Alter, bin ich fertig. Du hast echt einen Stress, du. Boah, nicht einfach. Wollen wir essen gehen? Na komm. Haben uns echt verdient an dem stressigen Tag. Spielwarenmesse 2016 in Nürnberg. Wir sind vor Ort und hinter uns ist... Oh, hallo, erstmal, grüß dich. Captain Carrera. Captain Carrera. Und kann man so gegen dich spielen? So kann man gegen mich spielen, ja. Lässige Frisur hast du? Ja, absolut, ja. Dein Friseur ist verstorben? Stehst du an? Ja, schon ein bisschen. Ja, das ist extra so drapiert, ne? Übt noch, ist kein Problem. Solange du nichts für zahlst, dann ist ja in Ordnung. Ich zahle in der Tat nichts, ja, aber ihr habt sicher schon erkannt, ne? Wir wollen einen auf Doc Brown machen. Zurück in die Zukunft, wir erinnern uns. Ja. Hoverboard hast du hier. Hoverboard, jawohl. Jetzt haben wir es. Ja. Genau, das war der Einstieg. Kenn ich, zurück in die Zukunft. Da, 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 da. Ja, genau. Neben mir steht der Geschäftsführer von Pledo. Nein, kleiner Scherz. Ist denn alles in Ordnung? Alles knete. When the sun is shining, when it's hot outside. So wonderful in the summer. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Direkt vor uns, Flying Mario. Olaf. Nein, das ist nicht Olaf. Das ist nicht Olaf hier? Das ist ein Nachbau. Tschüss, auf Wiedersehen. Ein blumiges Vergnügen. Was sehen wir denn hier, bitteschön? Wir haben hier eine elektrische Blume, die auf Sensor reagiert, singt und tanzt. Dann möge sie bitte jetzt tanzen. Und sie kann auch noch singen, war richtig. Ja. Dann bitte jetzt singen. Gemeinsam. Ach jetzt. Ja, hier fliegen die Funken, die Fetzen. Was genau passiert denn bitte schön da genau? Das sind die ultimativen Rollen für einen langweiligen Eltern-Einkaufsnachmittag. Mit den Rollen, die passen für Größe 29 bis sogar 49 für die erwachsenen Kinder. Die haben Blöcke an der Unterseite, die auf Teer Funken sprühen lassen. Und Papa hat kein Schleifpapier mehr im Keller dann? Das Schleifpapier simuliert heute den Teer. Ach so. Und die gibt es jetzt eben passend zum Filmstart im September von Findet Dory, die Fortsetzung von Findet Nemo, gibt es die Charaktere ab Mai bei Goliath. Genau. Nemo, Dory, der Marlin. Dann Olaf. Immer nach vorne an der Spitze. Ungeschlagen seit 5 Jahren, der Ferrari. Und da fliegt der McLaren aus der Kurve, der Ferrari zieht vorbei. Also im Prinzip, wenn du das Produkt wirklich sehen willst, musst du dich auf den Boden legen. Ich leg dich mal auf den Boden, Matthias. Jetzt filmen wir richtig hier. Nein, ernsthaft, weil das glaubst du ja sonst. Ja, ernsthaft, nicht, Matthias. Es ist von mir auch ernsthaft gemeint. Das ist ja eine Spaßveranstaltung hier. Nee, ich meine, wir machen das ja. Leg dich mal hin, Matthias. Eine große Torte für die Messebesucher. Was sehen wir denn hier? Sie sehen hier die 60 Jahre Pledo-Torte. Pledo ist 60 Jahre alt geworden in diesem Jahr und das feiern wir natürlich gebührend. Mit der wahrscheinlich größten Pledo-Torte, die wir je hergestellt haben. Und mit Kindern, die totalen Spaß haben beim Kneten hier im Moment. Aber der Geschäftsführer persönlich hat die jetzt nicht alleine geknetet. Naja gut, die letzten 3 Wochen habe ich nichts anderes zu tun gehabt. Nein, Quatsch. Also das hier sind Profis, die da am Werk waren, das ist klar. Man darf es anfassen oder ist es verboten? Oder krieg ich dann Sie dürfen es anfassen, aber... Ah, okay. Ja. Es ist wirklich Knete. Ja. Oha. Wollen Sie mal zugreifen? Ja, ach so, wenn Sie mich so fragen, dann würde ich mal, ich will gar nicht alles, wenn ich unverständlich, so eine... Nehmen Sie mal eine Ecke. Ja. Genau. So, das ist also von Kindern gemacht? Das ist von Kindern gemacht, von dem kleinen Mann, der sich gerade eine Pause gönnt. Das ist Ihr Kind? Das ist unser Kind, oh, genau. Ganz liebes Kind. Gut, dass ich nichts gesagt habe. Also, so. Lecker. Ah, Asch rein. Das ist der kleine Bruder vom Olaf.
Okay, dann ist in Ordnung. Er hat einen kleinen Bruder, der aber auch vom Sommer träumt. Der, na, nicht wirklich. Eigentlich eher vom Winter. Ja, wir bleiben trotzdem mal. Okay, und was können wir denn hier Schönes sehen? Sie sehen, wie die Knete hier hergestellt wird. Wir okay, das wird, also das, das ist nichts zum Essen. Es ist essbar, muss aber nicht sein. Also man kann es essen? Man könnte es essen, aber sollte man nicht unbedingt. Es ist ja Knete, man soll mit kneten. Aber wenn ein Kind ein bisschen was davon essen würde, wäre das überhaupt nicht schlimm. Bis zu 3 Kilo kann es essen. Bis zu 3 Kilo. Und wie lange dauert es jetzt, bis wir sehen, dass die Knete fertig ist? Circa 30 Minuten. 30 Minuten. Wir sind die Ninja Turtles und ihr seid immer noch zu viert unterwegs. Ja. Oder wie wär's mit dem fünften Mann? Also ich kann das auch so ein bisschen hier und so. Hä? Er hat mich getreten hier, ich glaube. Nein. Sehr schön. Ja, dann bei euch ist sonst alles gut? Sag mal, ist euch auch so warm? Aloha! Aloha! Hier. Den Kaiser kennt man ja nun schon. Weltweit kann man den in allen Spielwarengeschäften bekommen tatsächlich. Das ist die deutsche Version. Wir haben hier 7 verschiedene Martinshörner. Ich weiß nicht, ob man es hört, musste mal das Mikro richtig dranhalten. Ich gehe jetzt mal weg von dir hin zum Achtung 3, 2, 1. Ja. Hier unten ist... Weiß ich doch, ich habe nur so getan. Ja, war nur Test, ne? Als habe ich Rücken! Oh, so. Ja, halten gut. Also ich habe einmal hingeworfen, also sie halten gut. Das heißt, aber man kann sie auch zum Platzen bringen, wenn man dann entsprechend... Wenn die voller sind, dann geht das. Das wollen wir jetzt aber nicht machen, das ist ja nicht unser... Nee, hat uns auch gemessen. Nachvollziehbaren Gründen. Machen wir nicht. Also, wir werden auch nicht spritzen lassen. Oh. Die Kinder dürfen hier ordentlich kneten und entsprechend Olaf dann auch zusammensetzen. Richtig, da kann man sich das einfach mal angucken, wie es live dann und in Farbe aussieht, wenn man es ausprobiert. Okay. Dann wollen wir zum Schluss noch alle gemeinsam singen. Ja. Also eins, zwei. Let it go. Let it go. Also wir müssen, glaube ich, weiter. Tschüss, vielen Dank. Und je nachdem, in welche Richtung er sich neigt, arbeiten die Motoren dagegen, um dich wieder gerade zu kriegen. Wäre es okay, wenn du mich ein bisschen festhältst? Ach, klar. Aber nicht weiter sagen. So. Also ein Fuß drauf, ja? Ein Fuß drauf. Ich halte das Mikro, Matthias. Ach, ich kann das Mikro mithalten, ist da kein Problem. Ein bisschen weiter vor. So? Ja. Fuß passt nicht so. Ja, so ist gut. Und jetzt? Anderen so. Und jetzt bin ich Schwung. Wow! Super. Okay, gerade, alles klar. Okay, super, das ist ja ganz toll. Das macht super Spaß, das ist super. Ich bin total glücklich. So. Alles klar. Ja, ich würde sagen, besser wird's nicht. Das war Andres Lehmann live auf der Spielwarenmesse 2016.